Wunderschönen guten Abend. Wir wollen heute in DB über die Shell als Sprache sprechen. Und zwar haben wir hier schon mit der Shell gearbeitet, und zwar mit der Shell als Benutzerschnittstelle, gell, als Befehlszeile haben wir die Shell benutzt. Also um interaktiv mit dem Betriebssystem zu arbeiten, gell, also dafür, wofür heute manche ja auch eine Oberfläche benutzen, gell. Und so Dinge wie so zum Beispiel die Maus oder so, gell? Und ja, manche streicheln auch ihre Computer. Und mit der Shell kann man wunderschön über der Tastatur arbeiten, gell? Also Dinge, die man dann über die Oberfläche, über die GUI, gell? Oder mit Maus oder mit Touch vielleicht nicht mehr so einfach machen kann, das kann man damit mit der Shell in der Befehlszeile wunderschön lösen, gell? Ja. Und jetzt gehen wir sogar noch einen Schritt weiter. Wir gehen also bestimmte Dinge automatisieren. Gell? Also Abläufe, die man vielleicht öfter macht oder die vielleicht komplexer sind oder so, gell? Die gehen wir irgendwo in ein Skript einpacken. Gell? Also gehen wir dann ein Skript schreiben, ein Shell-Skript. Und dieses Skript, das muss man programmieren. Gell? Und jetzt ist nicht so, dass man mit Shell-Skripts generische Programme schreibt, gell? Also da geht man also nicht her und schreibt ein Spiel oder schreibt eine Anwendung, gell? Oder auch keine Simulation zur Berechnung oder so, gell? Aber mit Shell-Skripts kann man Dinge im Betriebssystem, gell? Also zur Verwaltung des Systems oder Verwaltung des Netzes dann auch darstellen, gell? Oder auch zum Beispiel zum Einrichten oder zum Starten eines Programmes, gell? Also das sind so typische Dinge, die man dann in einem Skript unterbringt, gell? Ja, und ja, was brauchen wir dann, gell? Also wir brauchen ja die Kenntnisse zur Bedienung, gell? Und ja, früher haben wir da dann normalerweise einen Labortest oder sowas zum Thema gemacht, gell? Also heuer in der Covid-Krise schauen wir mal, was wir da anstellen. Ja, eine Shell. Was ist die Shell, gell? Also jemand hat mal gesagt, eine Shell gehört zum Betriebssystem, gell? Ist also eine Software des Betriebssystems. Dann hat der Herr Tannenbaum gesagt, das ist falsch. Hat dann ein paar Mal gesagt, nur der Kernel gehört zum Betriebssystem, nicht die Shell. Gell, die Shell ist zwar nützlich, gell, gehört aber nicht zum Betriebssystem. Ja, wenn man es so eng sehen, gell, kann sie auch stimmen. Gell. Aber es gibt dann andere, die sagen, es gehört zum Betriebssystem. Gell. Ja. Aber ihr müsst wissen, gell, der Herr Tannenbaum, gell, also der lustige Holländer, gell, also was der sagt, das hat er schon Kopf und Fuß. Gell. Also könnte man sagen, das, was hier steht, ist dann zum Beispiel auch nicht ganz richtig. Aber was richtig ist, für ein Betriebssystem brauchen wir eine Shell. Gell? Und ja, nicht nur unter Unix-Systemen, gell? Also auch unter Microsoft haben wir eine Shell. Gell? Oder ja, wenn jemand so ein Streichelding kauft, da, gell? Also so einen Hosentaschencomputer, gell? Mhm. dann bräuchten wir doch auch eine Shell, gell? Mhm. Und es gibt sogar Leute, gell, als erste App, die sie installieren sie eine Shell, gell? Ja, recht haben sie, gell? Mhm. Okay, also eine Shell ist immer nützlich. Nicht nur auf dem Rechner, auf dem PC, sondern auch auf dem Hosentaschen-PC, gell? Mhm. Also, ja. Und die Shell, gell, was ist sie? Sie ist eine wichtige Benutzerschnittstelle. Also das, was wir schon gemacht haben, gell, also es ist ein Befehlsinterpreter, Befehlszeile. Wir können also hier interaktiv mit dem System arbeiten. Gell? Und zwar sowohl einen halben Meter vor dem Rechner, gell, als auch vielleicht entfernt, remote, gell, zu einem System, das irgendwo in der Welt steht, gell? Oder bei uns zu Hause oder in der Schule vielleicht, gell? Also wer weiß, gell? Mhm. Okay, also wir können also über die Shell dann ein System bedienen. So, neben dieser Möglichkeit als Befehlszeile ist die Shell auch eine Programmiersprache. Gell? Und zwar eine interpretierte Programmiersprache. Gell? Und mit dieser interpretierten Programmiersprache schreiben wir Skripts. Gell? Skripts, die geeignet sind, Systemprogramme zu schreiben. Gell? Und ja, wir haben schon mal drüber gesprochen, gell? Es gibt nicht nur
ja, so Skriptsprachen, gell, die in deiner Shell sind, gell, sondern es gibt auch andere Sprachen zur Systemprogrammierung, gell, da man gesagt, so die mit B, gell, also so Python, gell, hat einen bestimmten Stellenwert, gell, also früher mal Perl zum Beispiel, gell, gell. Und ja, jemand schreibt sogar in PHP vielleicht irgendwas Systemnahes, gell? Okay, obwohl PHP ja dann eigentlich ja, die Sprache des serverseitigen Webs ist. Okay, Eigenschaften. Also, in Unix, gell, oder Unix-ähnlichen Systemen, da gibt es nicht nur eine Shell, da gibt es viele. Gell? Also, und der Herr Tannenbaum hat damit ja eigentlich recht gehabt, der hat gesagt, naja, Shell gehört nicht zum Betriebssystem. Und wenn sie nicht zum Betriebssystem gehört, kann ich sie austauschen. Gell? Also da gibt es nicht eine. Gell? Nicht, ja, auf der Welt gibt es auch nicht eine Religion, gibt es mehrere. Gell? Und bei der Shell gibt es nicht nur eine Shell, da gibt es mehrere Shells. Gell? Und ja, aber da sagen wir im Gegensatz zu DOS-Systemen. Ja, bei DOS. DOS, gell, das ist eine alte Geschichte, gell. Zwar nicht so alt wie Unix, gell, aber hat eine bestimmte Rolle gespielt, gell. Und ja, und DOS ist dann das, was die Microsoft dann auch zu Windows geführt hat. Und DOS ist dann auch die Grundlage nach einer bestimmten Zeit für die Windows-Betriebssysteme gewesen, gell. Also dann hinauf, gell, also die 90er Jahre haben wir immer noch Betriebssysteme. Gell, die zwar Windows sind, eine Oberfläche haben, man kann mit der Maus herumklicken, gell, aber drunter ist DOS. Und dieses DOS, das ist sehr, sehr, sehr eng mit einer Shell verbunden und das ist mehr als nur eine Shell. Gell. Also bei DOS haben wir diese Command-Com und diese Command-Com ist nicht nur Shell, sondern sie ist auch Teil des Betriebssystems. Gell. Also die kann man nicht einfach wegnehmen, gell. Dann wäre das DOS beleidigt. Gell. Geht nicht. Gell? Und so ist man da eigentlich das gewohnt bei Microsoft, dass man das, die Shell benutzt, die geliefert wird. Gell? Also früher war es eben die Command.com unter DOS, gell? Später dann unter Windows, gell? Haben wir dann verschiedene Windows-Versionen, aber wir haben immer diese cmd.exe dann gehabt als Shell. Gell? Zwar nicht mehr so eng mit dem Betriebssystem verbunden, gell? Aber immer die als einzige Shell dann vorhanden. Und dann irgendwann mal, gell, hat die Microsoft dann auch beschlossen, ja, da wollen wir halt auch mal eine starke Shell dann liefern. Und das war dann die Power Shell. Gell? Also wenn man dann mal, ja, unter Microsoft haben wir dann mehrere Generationen von Shells, gell? Und zwar haben wir da die Command.com. Die cmd.exe, gell? Und dann das letzte ist die Bower Shell, gell? Also Bower Shell inzwischen in mehreren Versionen, gell? Nicht nur eine. Ja, und ja, da gibt es alles Mögliche darüber. Auf jeden Fall, das sind unsere drei Shells unter Microsoft, gell? Es gibt dann auch Alternativen oder so, wo, naja, das ist dann immer so ein bisschen ein Eingriff bei Microsoft. Unter Unix-Systemen. Unter Unix-Systemen ist man da recht offen. Gell? Also Unix-Systeme, gell, sind da recht frei und man kann da verschiedene Shells dann einsetzen. Gell? Also ja, da habe ich mal geschrieben, Bash oder Corn Shell oft. Gell? Also ich würde eher sagen, ja, Bash ist heute die Shell, die am häufigsten eingesetzt wird dann. Gell? Und ja. Wo ist denn die Bash? Gell? Wenn wir da mal schauen, fragen wir mal da das System. Gell? Also, where is Bash? Gell? Und dann bekommen wir die Antwort, gell? Die ist unter bin Bash. Gell? Also die ist vorhanden als Datei. Gell? Und ja, da gibt es auch Manpages dazu gell? Und es gibt Konfigurationen dazu. Und ja, wir haben da also mal zuerst die sogenannte Login Shell, gell? Und die hat ein Benutzer. Und diese Login Shell, die ist eingetragen in der etc passwd, gell? Also in der etc passwd, da steht die Login Shell drinnen. Wenn wir da mal schauen wollen, cat etc passwd, gell? crap,
meinen Benutzer Karl und dann sehen wir, hier haben wir alle möglichen Einträge, gell? Also UseReady 1000, gell? Also ich war also der erste Benutzer im System, gell? Und ganz hinten der letzte Eintrag, das ist die BinBash, gell? Das heißt also, meine Login-Shell ist also diese Bash. Und ja, wie könnt ihr das ändern? Gell? Das kann jeder mit Change Shell machen. Und warum Change Shell? Change Shell deshalb, weil ich als normaler Benutzer ja keinen Zugriff auf die etc passwd habe. Gell? Also, ja, wenn ich da mal schaue, ll etc passwd, also diese Datei gehört dem Benutzer root und zur Gruppe root. Gell? Und wer darf lesen, schreiben? Nur root. Gell? Und ja, da brauche ich jetzt so einen Umweg, um da meinen Eintrag ändern zu können. Und das ist ein Programm, das Programm Change Shell. Gell? Also Change Shell, das gibt es. Und wenn wir da mal fragen, ja, wo ist es denn? Gell? Ja, es ist unter USR bin Change Shell. Und wenn wir da mal schauen, gell? Also gehen wir mal schauen, USR bin Change Shell. Und da sehen wir, aha, das hat da kein X fürs Ausführen, das hat ein S. Gell? Das ist schon ausführbar, gell? Und zwar mit S, gell? Das ist ein ganz besonderes, weil es ist da so mit diesem S-Bit-Gesetz. Gell? Wir haben gesagt, es gibt da neben den neuen Rechten dann, gell, noch eines und oder noch drei, gell, und eines ist dieses da, gell. Und dieses Recht da, dieses S, das besagt dann, dass ich mein Programm nicht mit meinen Rechten laufen habe, sondern mit den Rechten des Besitzers. Das heißt, dieses Recht habe ich nur bei der Ausführung des Programms. Das heißt, das Programm wird nicht als Karl laufen, sondern es kann als root laufen. Und root hat Zugriff auf die etc passwd. Gell? Also, ich kann also mit dieser Berechtigung auf die Datei etc passwd zugreifen und dort den Eintrag verändern. Ja, also. So, wie weit sind wir da? So. Also. Eines ist die Login-Shell, der Eintrag, das andere ist die Konfiguration der Shell. Und zwar, wenn ich ins System einsteige oder eine Shell öffne, dann werden da alle möglichen Dinge gemacht. Gell? Und das, was gemacht ist, wird, das steht in mehreren Konfigurationen. Und da gibt es nicht nur eine Konfiguration, da gibt es inzwischen eine ganze Reihe von ganzen Konfigurationen. Und das ist den 50 Jahren Betriebssystemgeschichte rund um Unix geschuldet. Gell? Also Unix ist nicht gestern entstanden, sondern Unix ist eben ja, so ungefähr 10 Jahre vor DOS entstanden. Gell? Und da haben wir eine furchtbar lange Geschichte. Aber was diese Dateien alle gemeinsam haben, ist Folgendes. Es gibt Dateien, die sind unter etc. Und diese Dateien, die gelten systemweit. Die gelten für alle Benutzer. Gell? Und wenn wir da mal hineinschauen, also ls etc, gell, ist zum Beispiel Profile. Gell? Profile, das ist eine Datei. Gell? Es gibt aber auch profile.d, das ist ein Verzeichnis mit anderen Dateien drinnen. Gell? Und wenn wir unter etc ein ls machen und wir filtern das mal nach bash, gell, dann sehen wir, aha, da gibt es eine bash.bashrc. Gell? Und ja, und das ändert sich oft in den Serien ein bisschen, gell? Also von einer Version zu einer anderen. Gell? Also es gibt nicht mehr die bash.rc, sondern es gibt die bash.bashrc. Und das sind Konfigurationsdateien für die Shells. Gell? Also die Profile, die etc Profile, die soll unabhängig von einer Shell gelten. Gell? Und diese Konfigurationen, die werden ausgeführt, wenn also eine ja, eine Shell geöffnet wird, gell? Die .profile soll für alle Shells gelten, die bash.rc, die soll nur für die bash gelten, gell? Und da sehen wir, aha, was wird denn da gemacht in der etc-profile, da wird unter anderem auch die bash.bashrc ausgeführt, gell? Okay, und das ist eine feine Sache, das heißt also,
die Konfiguration gilt dann für alle Shells, die man dann eben startet, gell? Und nicht nur für die Bash. Okay, ja, wenn wir da mal schauen, und da, ja, etc. Bash.bash.rc, gell? Also das ist dann die Konfiguration, die effektiv für die Bash und auch für andere dann eben gestartet wird. Und was auch nett ist, es gibt systemweite Konfigurationen und es gibt Konfigurationen, die der Benutzer verändern kann. Jeder Benutzer kann in seinem Home-Verzeichnis, gell, .profile oder .bashrc verändern. Und wenn ich da mal hineinschaue, bei mir, gell, also zu Hause, .profile gibt es, gell, und dort drinnen, da stehen Konfigurationen, die ich verändern kann, gell, also, ja, gar so viel steht da nicht drinnen, da steht etwas drinnen zum, ja, zur Version vielleicht, gell, und es wird geschaut, aha, wenn es die .bashrc gibt, dann führe sie aus, gell? Das ist die .profile, und wenn wir dann mal schauen, ls, .bashrc, gell? Aha, und das ist jetzt die .bashrc bei mir lokal, gell? Und diese lokalen Dateien, die darf ich verändern. Die müssen also nicht gleich bleiben, gell? Also das heißt, jeder Benutzer bekommt die Initialisierung, die systemweit gilt, gell? Die also in der etc dort drinnen ist, und die eigene Initialisierung in der .profile oder .bashrc im Home-Verzeichnis des Benutzers, und die darf man anpassen, gell? Und ja, also das ist recht interessant, und da gibt es eine Frage dazu, gibt es Aliase, gell? Ja, schauen wir mal, gibt es Aliase? Alias, da gibt es Alias, gell? Also, ja, schaut euch das mal an, was sind denn Alias, gell? Also fragen wir mal jemand, gell? Oder machen wir mal apropos Alias, gell? Und da sagt er mir, dass es da Alias, da gibt es alle möglichen Einträge zu Alias, gell? Und welche, ja, schauen wir mal, ist da irgendetwas für uns? Interessant, machen wir mal Man Alias, und was bekommen wir? Also etwas zu Basics, Programmers Manual steht da, okay, und zwar steht da, wie man solche, ja, solche Ersetzungen machen kann, wie man die Sachen umbenennen kann, gell? Ja, das hat der Ptolemy auch schon gemacht, gell? Also dieses Umbenennen. Er hat auch gesagt, gell, der Hans, der ist aus dem Hans machen kann, Giovanni, gell? Und ja, und der Alias macht auch das, der sagt, aus dem ls-cf machen wir ein L, und aus einem ls-a machen wir ein la, und aus ls-alf machen wir ein ll, und das ll ist vielleicht das Alias, das man am häufigsten verwendet. Und was hier noch interessant ist, das ls selbst ist ein Alias. Und zwar ein Alias zur ls, wo es Farben gibt, gell? Würden wir das nicht haben, gell? Hätten wir keine Farben hier, gell? Also das ist dann, ja, nette Sache, gell? Das kann man mal ausprobieren, mal ein bisschen spielen damit, gell? Okay, und damit man, genau, damit diese Alias erhalten bleiben, gell? Damit diese Alias erhalten bleiben, muss man diese Alias in die Initialisierung einer Shell schreiben, gell? Und wenn sie doch drinnen sind, dann gelten sie auch das nächste Mal, gell? Weil sonst gelten sie das nächste Mal nicht, gehen sie verloren, tschüss, gell? Also machen sie und dann, gell? Okay, ja. Also ich glaube, den Coronavirus, den hätten sie in einer Shell starten müssen, gell? Weil da könnte man dann einfach vielleicht die Shell schließen und vielleicht wäre er weg, gell? Ja. Haben sie nicht gemacht, gell? Okay, böse Zungen sagen, dass da jemand schuld ist auf der Welt, gell? Ja, ja, lass mal sein. Okay, Sonderzeichen. Ja, Sonderzeichen gibt es alles mögliche. Wir haben halt mal ein paar aufgezählt, die wir eigentlich schon getroffen haben.
Slash ist das Wurzelverzeichnis, gell? Slash ist aber nicht nur das Wurzelverzeichnis, Slash ist auch ein Trennzeichen in der Pfadangabe zwischen ja, Verzeichnis und Unterverzeichnis, gell? Und zwischen Verzeichnis und dann dem Dateinamen, gell? Also ist zugleich Slash ist das Wurzelverzeichnis und auch das Trennzeichen in dem Faden. Der Punkt ist das aktuelle Verzeichnis, gell? Also wenn wir machen ls. Gell, dann ist das, was im aktuellen Verzeichnis drinnen ist, gleich wie mit ls. Machen wir hingegen Punkt, Punkt, gell, ls. Das ist das übergeordnete Verzeichnis, gell, also eines höher in Richtung Wurzel. Und das Tilde, das ist das eigene Home-Verzeichnis, gell, das haben wir auch schon mal gesehen, gell, also ls. Tilde, Home-Verzeichnis, gell. Oder wenn ich mache ls, tilde, grob Material, Systeme, gell, dann findet man halt, ja, also tilde, das ist das Home-Verzeichnis, gell, das kann ich auch verwenden, um relative Pfade vom Home-Verzeichnis starten zu lassen und nicht nur absolute Pfade irgendwo dann von der Wurzel weg, gell. Ja, und dann gibt es noch etwas, ich kann sagen, Tilde und einen Benutzer angeben. Gell? Also ich kann da sagen, ja, zum Beispiel ls, Tilde, es gibt auch so den Messe-Benutzer, gell? Und ich sehe dann den Inhalt des Verzeichnisses dieses anderen Benutzers. Gell? Also das ist mit der Tilde. Gell? Tilde alleine ist immer der eigene Benutzer. Tilde und eine Login-Name, Username, gell? Ist dann eben das Home-Verzeichnis dieses Benutzers. Gell? Ja, das sind ein paar Sachen, die man eben zu Verzeichnissen manchmal braucht, gell? Und ja, die wollen wir dann auch ausprobieren, gell? Und eines wollen wir heute noch schauen, die Joker, gell? Ja, die Joker. Die Joker, gell, das sind die Witzbolde im Mittelalter, gell? Ja, okay. Also Witzbolde gibt es auch heute noch, gell? Aber Joker ist etwas anderes. Joker ist in dem Zusammenhang ein Platzhalter. Gell? Also einer, der steht für alles Mögliche. Und Joker brauchen wir vor allem für Dateinamen. Gell? Also wenn wir da mal schauen, wenn wir da machen ls und ls Stern. Stern steht für alles. Gell? Oder ja, und zwar haben wir da mehrere Jokers. Gell? Und das Stern, das haben wir eigentlich ja immer schon öfter mal benutzt. Gell? Und das steht für eine beliebige Zeichenkette. Auch für die Leere. Und das macht uns jetzt mal stutzig, gell? Also da die leere Zeichenkette, gell, ls, wenn wir da machen, was heißt denn die leere? Die leere ist nichts, gell? Aber das ist interessant, wenn wir da sowas haben, haben wir da zum Beispiel da mal virtualbox.txt, wenn wir machen ls virtualbox.txt Stern, gell, dann wird virtualbox.txt angezeigt, obwohl dahinter nichts mehr steht. In diesem Zusammenhang, gell, ist auch die leere Zeichenkette gemeint. Gell? Dann haben wir das Fragezeichen. Das ist jetzt schon seltener. Gell? Also aber, man sieht schon, manchmal das Fragezeichen. Gell? Das ist ein Joker, der für genau ein Zeichen steht. Gell? Nicht für keins, nicht für viele, gell, sondern für ein Zeichen. Gell? Also, wenn wir da sowas machen, da, also ls virtualbox Fragezeichen, dann kommt nichts raus, gell? Weil es heißt ja auch virtualbox.txt, gell? Also muss ich drei Fragezeichen schreiben. Okay, also jedes Fragezeichen steht für ein Zeichen, für ein beliebiges Zeichen. Gell? Also das sind die Joker. Und ja, dann haben wir diesen Joker mit den eckigen Klammern, gell? Und zwar können wir dort Zeichen hineinschreiben und dann steht es für ein Zeichen aus den angegebenen, okay? Also das A, B oder C würde es da jetzt heißen, gell? Und wenn wir jetzt da schreiben, hier so VirtualBox, gell? So, und da schreiben wir jetzt da SR Stern da, kommt nichts raus, gell? Wenn wir da aber zum Beispiel schreiben RSD, dann kommt es raus, gell? Weil diese
Stelle nach dem Punkt ist ein T. Und T ist hier drinnen. Gell? Okay? Also das ist ein Joker, wo man also die Dinge einschränken kann. Gell? Das ist machen wir ganz fein. Gell? Also wenn ich hätte zum Beispiel da Programme drinnen, gell, die ich programmiert habe, könnte ich machen ls Stern Punkt ch. Gell? Würde mir dann alle Dateien anzeigen, die auf C oder auf H enden. Geil. Ja, praktisch, fein. Vor allem auch fein, wenn ich das dann gemeinsam verarbeiten will. Geil. Also das ja, hat dann schon Sinn. Und wie ich das einzelne Zeichen angeben kann, kann ich auch einen ganzen Bereich angeben. Ich kann also zum Beispiel sagen, geil, also, ja, alles. Ja, was könnte man da nehmen? Irgendetwas, das mit einem Buchstaben beginnt. Und zwar nehmen wir jetzt mal die A bis H Stern. Alles. Und da sehen wir, aha, da sind ein paar, die beginnen also mit B, C und F. Geil? Also, und das ist inzwischen A und H drinnen als erstes Zeichen. Geil? Also können wir sowohl Zeichen auflisten, gell? Oder wir können einen Range angeben, einen Bereich, gell? Und wir können es negieren, gell? Wir können also hergehen, ls, die anderen, gell? Oh, dann habe ich jetzt die anderen, ls über die anderen gemacht, gell? Wenn mir das nicht gefällt, dass auch die Unterverzeichnisse angezeigt werden, gell? Dann muss ich hier ein ls-d angeben, gell? Okay, und schon ist es wieder wie gewohnt. Weil sonst, wenn ich das nicht angebe, dann geht er auch für Wikipedia den Inhalt anzeigen, nicht für Wikipedia selbst. Gell? Okay, ja, das sind eben diese Jokers. Gell? Und wenn wir da mal hineingehen, also ja, wo haben wir da? Haben wir da nicht ein irgendwo das Moodle offen gehabt? Gell? Okay, genau. Also in diesem Moodle, da haben wir diese Shell-Folien, gell, die wir da gerade offen haben. Und dann haben wir hier auch Übungen, gell, zu den Jokers, gell. Und das wollen wir dann noch ausprobieren, gell. Das sind diese Joker-Übungen und die wollen wir probieren, gell. Ja, viel Spaß damit.